Hi Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gelbe Edition. Guten Tag. Hilfe! Überfall! Ach, du bist ja ein Kind. Bin ich das? Bin ich das? Wanderer! Wanderer setzt Leinstein ein und wir setzen unser neues Pokémon ein im letzten Teil. Wir haben kennengelernt, es ist Nidorina! So, Nidorina, wie ihr sehen könnt, hat 50 KP, ist ja schon heftig. Das war jetzt ein Doppelgang, ne? Man darf das nicht vergessen. So, zweimal getroffen. Und dann setzen wir mal noch Tagge ein und dann soll das eigentlich weg sein. Jawohl und tschüss! Nidorina erhält ein paar Erfahrungspunkte. Dann machen wir nochmal das nächste Pokémon, nämlich nehmen wir nochmal Schmetti Schmettbo. Der hat ja auch schon mal gegen Kleinstein gewonnen. Theoretisch können wir auch sowas wie Giftpuder einsetzen, aber ich glaube... Nee, komm, das seht ihr ja. Da brauchen wir nicht. Wir brauchen sowas wie Giftpuder nicht. Also zumindest in dem Kampf hier nicht. Wie gesagt, bei längerfristigen Kämpfen wäre es sinnvoll. So, als nächstes Onix. Onix ist nix und deswegen darf Nidorina wieder ran, damit ich euch das wirklich beweisen kann, dass du mit diesem Doppelkick halt in der gelben Edition... Wie gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass der so früh ist. Irgendwie habe ich das auch in Erinnerung, dass er sehr spät kommt erst. Dass wir auch ohne nix, wegkicken hätten können. Also, genau. Da, wie gesagt, wie erzählt, da hast du es. Bitteschön, Dankeschön, Nidorina hat gewonnen. Wow, du hast mich total überrumpelt. Hab ich das? So, Nidorina, gut und schön. Jetzt brauchen wir dich nicht auf Position 1. Smetty Smetbo macht das. Ein wildes Kleinstein. Weil Smetbo braucht auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Bisschen mitleveln, bisschen schauen, wie die Situation läuft. Und, jo. Zack, und weiter geht's. Wollte schon gerade sagen, ist das jetzt da Ende? Nein, aber das ist ja wegen dem Rand. Oh, ein wildes Paras! Ja, ich glaube, Paras gibt's nur hier, ne? Wildes Paras, Level 9. So, da machen wir jetzt... Ne, warte mal. Ach ja, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Paras ist ein Käfer-Pflanzen-Pokémon. Da können wir auch das mit den Giftspuren und alles Mögliche vergessen. Das Paras möchte ich fangen. Wenn wir es nicht kriegen sollten, dann versuchen wir es eben mit dem nächsten Paras. Greifen wir nochmal an? Ja, doch. Es könnte reichen. Nein, schade, Volltreffer. Egal. Dann nicht Paras, dann nicht. Vielleicht kommt ja noch eins. Ist Level 9 gewesen, ne? Level 9. Wildes Zubi Zubat. So. Konfusion. Zack, futsch, weiter. Smetbo erreicht Level 16. Ja, unsere Stammmitglieder machen das hier richtig gut. So, wo wir bei Stammmitgliedern sind. Sandan ist ja eigentlich keins, ne? Zubat auch nicht. Bislang haben sie uns nicht so optimal geholfen, wie ich es haben möchte. Ja, vielleicht hier. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Mal gucken. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Na gut. Dann nicht. Ratzfatz. Level 13. Gegen Sandmann. So, wir machen jetzt erstmal wieder genau dasselbe wie vorhin. Auch wenn er uns lässt. Bisschen Sandwirbel. Das schafft Sandmann irgendwie schon. Oder auch nicht. Vielleicht macht der Tank da das gleich wieder weg. Vielleicht auch nicht. Ein KP noch. So, also ab nach vorne heißt die Devise. Volles Risiko. Hutenschlag. Ja, kannst du machen. Kannst jetzt den ganzen Kampf machen. Hutenschlag. Sehr schön, ging daneben.
Ja, vielleicht kriegen wir es. Nein, schade, schade, aber er hat das. Er hat's versucht. So, Pikachu ist jetzt eigentlich schon unterlevelt, aber das ist in Ordnung. Doppelkick. Sollte eigentlich mit einem Kick reichen. Ja, hat mit einem Kick gereicht. Nidorina erreicht Level 17. Und Zubizubat wird besiegt, nämlich von Pikachu. So, und dann geben wir den auch gleich Tränken. Wir geben den gleich Tränken. Wir ertränken sie in Tränken. Zubat Blutsauger. Weil zurück bis ins Pokémon Center wäre jetzt idiotisch. Wir sind schon durch über die Hälfte des Tunnels durch. Pikachu erreicht Level 15, siehst du wohl. Pikachu versucht Doppelteam zu erlernen. Doppelteam steigert den Fluchtheitswert. Das heißt also, dass es schneller ist. Tendenziell würde ich gerne aber Routenschlag behalten. Donnerwelle auch. Ruckzuckhieb auch. Deswegen fällt Doppelteam weg. Nö, wollen wir nicht erlernen. Das können wir natürlich auch machen, sagen, Attacke, gute Idee, aber nee, danke. Ich bin sauer, ja, ich auch, weil du hier meine Pokémon hier besiegt hast. So, Tranky Denki für Nidorina, klar. So, jetzt ist die Überlegung für Smetbo oder für Pikachu. Ich würde lieber Smetbo nehmen, weil ich weiß ja, was alles auf uns zukommt noch. Lieber Smetbo. Komm, Pikachu wird das schon irgendwie mal wegmachen. Das wird er schon irgendwie hinkriegen. Dann wird Pikachu jetzt einfach weniger einsetzen. Und wir besetzen grundsätzlich sehr wenig Pikachu ein. Ein wildes Pars! Jawohl! Level 3, ja, 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 13! So, so, ich habe ja gesagt, Pikachu tankt das schon irgendwie weg. So, Kratzer, ja. Warum ich Pikachu ausgewählt habe? Wegen der Donnerwelle. Paras ist paralysiert, sehr schön. Und jetzt einfach ruckzuck ein bisschen drauf. Wie gesagt, wir haben leider keine Tränke. Stachelspore, das ist das Carpardon, wie gesagt, zu unserem. Wir sind jetzt beide paralysiert. Wir können jetzt die Paralyse wegmachen durch einen Paraheiler. Ich glaube, den haben wir auch sogar. Es ist natürlich die Überlegung, wollen wir es so fangen? Ja, wir fangen so. Pikachu ist besiegt, schade. Ja, natürlich wollen wir ein anderes Pokémon einsetzen, nämlich Nidorina. Und Item und Pokéball, Flieg und Sieg. Eins, zwei, drin! Wir haben Paras gefangen, Level 13. Ich glaube, das ist sogar das stärkste Paras, was man hier in diesem Gebiet fangen kann. Also Paras Level 13. Paras ist ein Pilz-Pokémon. Dieses Pokémon gräbt sich in den Boden und frisst Wurzeln. Die Pilze auf seinem Rücken sind Parasiten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Schnitzel. Und das paniert. Von Paras. Paras, der Panierer. Oder sowas in der Art. So, Smetbo. Wir haben ja jetzt leider unser Pikachu nicht mehr, aber das macht nichts. Wie gesagt, Zack, Smetbo ist sinnvoller. Weil Smetbo eben hier auch vielseitiger ist in der Hinsicht. Auch gegen Kleinstein, also gegen Kleinstein und gegen Zubat. Die sind ja hier am häufigsten. Level 13 Zubat. Okay, wir hatten jetzt Level 11 Zubat, ist es aber schon in Ordnung. Aber das heißt wieder für mich, dass ich das Zubat hat zwar gut gekämpft, aber vorerst wieder, glaube ich, in die Box tue. Irgendwann wird Zubat vielleicht seinen großen Auftritt kriegen. Ja, außer ich kriege jetzt jeden Schritt irgendein Pokémon. dann wird Smetbo hier überlevelt sein. Weiterhin Konfusion. Aber wie gesagt, es hat eben seine extremen Vorteile. Zubat ist verwirrt? Ach ja, stimmt. Konfusion kann auch Verwirrung... natürlich, kann auch Verwirrung machen. So, Tagge und Tschüss. Kann, muss aber nicht.
So. Wir machen mal weiter. So, normalerweise ist hier ein Trainer. Bei der roten und blauen Edition kommt hier ein Trainer. Jetzt wird's nämlich anders gegenüber der Originalversion, denn wir gehen jetzt weiter. Und gehen erstmal hier hin und finden erstmal den nächsten Mondstein. So, und dann gehen wir nach oben. Paras ist zwar dabei, bringt uns aber nicht viel. Komm schon. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Diese Fossilien gehören mir! Gut, Streber! Slimer! Slimer, ein Gift-Pokémon. Und wisst ihr, was wir haben? Ein Psycho-Pokémon! Jawohl! Konfusion! Weil ich das noch in Erinnerung hatte, auch noch das. Klar, Gift-Pokémon, nicht gut. Tackle und Putsch. Und weiter geht's. Nächstes Pokémon. Also, Streber haben relativ oft Elektro-Pokémon oder Gift-Pokémon. Ganz, ganz komisch. Warum Gift-Pokémon? Vielleicht, weil sie schleimen. Und Elektro wegen Intelligenz. Ich weiß es nicht. Voltoball. Wissen wir, was wir machen. Wollen wir? Wir wollen. Paras! So, Paras mag Stachelspore, wenn es darf, nein, es darf, komm, ja, Stachelspore, keine Wirkung, stimmt, ja, okay, das war ein Fehler, Voltoball hat ja keine Nase, kann das ja logischerweise nicht riechen, so, Doppelkick. Zack. Zack. So, noch ein Doppelkick und das sollte weg sein. So, unser nächstes ernsthaftes Teammitglied kriegen wir in der nächsten Stadt. Nidorina Smogon. Da wechseln wir direkt wieder zurück zu Smeppo. Smogon ist ein Gift-Pokémon. Ehrlich gesagt, damals, als ich die gelbe Edition gespielt hatte, hatte ich unter anderem lange Zeit Smeppo in meinem Team, wirklich, ich glaube, bis kurz vor Ende, bis Smogon kam. Smogon kann die unmöglichsten Attacken später erlernen, das ist unglaublich. Der kann sowas, glaube ich, wie Flammenwurf erlernen, Donnerblitz erlernen, das ist unfassbar. Aber nicht als auf normalen Weg, sondern über TMs. Das Dumme einfach dabei ist Smogon ist ein Gift-Pokémon. Damals, es gab sehr lange die Zeit, ja genau, wir sind auch noch vergiftet. Dann zeige ich euch auch gleich das mal. Gift-Pokémon, eigentlich, damals hatten Gift-Pokémon nicht wirklich was zu lachen. Mittlerweile haben sie halt Vorteile von Feen-Pokémon, aber damals überhaupt nicht. So, Smeppo erreicht Level 17. Und wir gewinnen. So, Streber, na gut, ich gebe dir eins ab. So, jetzt ist es so, wir haben ein vergiftetes Pokémon. 38 KP vergiftet. Das ist richtig. Das habt ihr richtig gesehen. Das hat so ein Dett-Dett-Dett gemacht. Und Bild. Jetzt hat Smeppo nur noch 37 KP. Es gab lange Zeit den Fall, wenn du ein vergiftetes Pokémon mit hattest, ja, da hast du Pech gehabt. Es ist vergiftet. Es ist auch im Ball vergiftet. Das heißt, es leidet. Es leidet, wenn du gehst. So, und genau das wollen wir hier vermeiden. Deswegen haben wir Gegengift ja immer noch behalten. Damit ist es nicht mehr vergiftet. Im Kampf ist es natürlich logischerweise genau dasselbe Spiel. Da kannst du dich ja nicht bewegen, aber nach jedem Zug ist die Vergiftung mehr. So, jetzt ist es so, hier sind zwei Fossilien. Eins der beiden Fossilien, da kann ich euch sagen, wird ein Caputo. Das andere wird ein Ammonitas. Wenn ihr jetzt beide keine Ahnung habt, was das ist, ja gut. Wir nehmen einfach das. Dummfossil gibt es. Und das Hex, das Helix-Fossil. Ehrlich gesagt, ich bin eher dann fürs Dom-Fossil. Leider können wir das andere nicht mitnehmen. Weil unser Zwergnase hier, okay, dann gehört mir das hier, das andere mitnimmt. Natürlich kann man auch
über andere Editionen dann das andere Fossil noch kriegen durch beispielsweise Pokémon Stadium, wo du auch Items transferieren kannst. Also theoretisch können wir hier alle unsere Items transferieren und jemand anders gehen. Theoretisch. Die Theorie ist egal, wir gehen weiter. Und da ist die Treppe vor dem Ausgang. Bleib auf der Stelle stehen! Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Jawohl! Das ist das Besondere, nämlich Jesse und James von Team Rocket. Leider heißen sie hier Team Rocket. Damals nur in der gelben Edition möglich, gegen die zu kämpfen. Die haben drei Pokémon, ihr könnt euch vorstellen, welche. Nein? Okay, dann gehen wir mal durch. Das erste Pokémon ist Jessys Rattan. So, Rattan haben wir bereits kennengelernt, ist ein Gift-Pokémon. Ab dafür und fast besiegt. Ja, aber nur fast. Silberblick. So, Level 14, eigentlich ja nicht schlecht, dadurch, dass wir ja wilde Pokémon hier Level 13 finden bereits. Ist das ganz okay. Als nächstes kommt Mauzi. Ja, Mauzi. Die setzen Mauzi als Pokémon ein. Tatsache. Mauzi damals sein Typ-Normal-Pokémon. Typ-Normal, wir wissen ja mittlerweile, was darauf effektiv ist. Nämlich der doppelte Kick. Und ja, ich würde mal sagen, Mauzi ist mit einem Schlag niedergestreckt. Das war's für dich, Mauzi. So, Nidorina und das letzte Pokémon ist James Smogon. Jawohl. Und wieder zurück zu Smeppo. Haben wir ja vorhin schon die Erfahrung mit Smogon machen dürfen. Und... er hat's noch überlebt. Setzt Tag ein. So, und hier ist es eigentlich so, dass man ja eigentlich Pikachu einsetzen sollte. Und dass sie dann ein Interesse an diesem Pikachu haben. Team Rocket besiegt. So, ein Balk hat uns besiegt. Jawohl, haben wir. Hab ich. So schnell wie das Licht. Ja, das ist vom Englischen aufs Deutsche übersetzt gewesen. Wenn sie sagt, das war ein Schuss in den Ofen. So schnell wie das Licht. Ergibt keinen Sinn. So, weiter geht's. Das Pokémon, was ich eigentlich hier auch haben wollte, haben wir jetzt nicht gekriegt. Das macht aber nichts. So, hier gibt's, glaube ich, auch noch irgendwo ein Item. Weiß ich nicht. Kann sein. I don't know. So. So, wir sind kurz davor, vor dem Ziel, wo wir hinwollen. Wenn wir jetzt da reingehen, dann ist schlecht. So, hier irgendwo. Da ist zumindest ein sichtbares Item. TM4. So. Den Trainer da oben können wir noch nicht besiegen. Wir können theoretisch durch die Wiese laufen. Wir laufen einfach mal durch die Wiese, wollen einfach mal ein Pokémon kennenlernen, was da drin ist. Wir haben Smeppo und Nidorina noch mit, das passt schon. Eins wollen wir. Und das Pokémon, was wir sehen und kennenlernen, ist Herbiturk. Ist das jetzt echt euer Ernst? Ehrlich gesagt hatte ich ein anderes Pokémon erhofft, so ein bisschen. Deswegen bleiben wir jetzt auch ein bisschen hier. Wir entfernen uns aber nicht zu sehr, weil, ne, Pokémon Center und so. Nächste Stadt kommt gleich. So. Ich erhoffe nämlich mir ein anderes Pokémon. Ratzfatz. Machen wir Konfusion. Obwohl, ja komm. Ne, wir gehen weiter. Ich weiß, dass es noch woanders auch ein das gibt, aber egal. So, nächste Stadt ist Azuria City. Ja, wir sind da, hallo, herzlich willkommen, wir sind hier, hip hip hurra, wir sind da, hallo. So,
Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Pokémon heilen, jawohl. So, und wir legen jetzt auch wieder unseren Freund Zubat, unseren Freund Paras und unseren Freund Sandan ab. Vielleicht werden die irgendwann nochmal storyrelevant. Ich denke mal ja nicht, aber... Wie gesagt, sehr viel rotieren, sehr viel machen, sehr viel tun. Ich weiß gar nicht, vielleicht erreichen die bald Level 300 Erfahrungspunkte brauchen noch. 300. Paras hat ja, glaube ich, gar nicht gekämpft, ne? 500. So, dann legen wir es ab. Darf es zu Nidoran männlich? Ablegen. Sandan. Jupp. Ablegen. Zubat. Jupp. Und ablegen. Paras. Ja, viele spielen ja, versuchen ja da nicht viele Pokémon zu fangen. Wir schon und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss.